Heute hat das Grand Slam-Turnier der Beachvolleyballer angefangen. Zwei, die dort für Furore sorgen, sind Luzernerin Simon Kuhn und der Patrick Heuscher von Kehrseite mit ihren Partnern. Letzte Woche waren die beiden noch am Grand Slam-Turnier in Norwegen. Zwischen Stavanger und Gstaad haben wir die beiden Beachvolleyballer im Krafttraining getroffen. Es ist ein lockeres Training, das Simon Kuhn zwischen den Turnieren im Fitnesscenter absolviert. Es geht vor allem darum, die Spannung in den Beinen zu behalten. Simon Kuhn ist mit ihrer Partnerin Nadine Zumkehr am Grand Slam-Turnier in Stavanger nur gerade 17. geworden. Zu Gstaad ist es jetzt Zeit, dass es besser kommt. Ich denke, sicher im 16. Finale haben wir Mühe gehabt mit dem Service. Sehr wechselnde Windverhältnisse gehabt, zu viele Fehler gemacht im Service bzw. zu wenig Druck erzielen. Und das Sideout, wenn das noch ein bisschen konstanter wird, ich denke, dann kommt das sehr gut in Gstaad. Auch der Patrick Heuscher ist erst gerade zurück aus Norwegen. Ihm und seinem Partner Jefferson Bella Guarda ist es viel besser gelaufen. Sie haben das Turnier mit einem guten 5. Platz beendet. Das und der Heimvorteil weckt grosse Hoffnungen für Gstaad. Aber der Heimvorteil könnte auch schnell ein Nachteil werden. Ja, ich habe schon alles erlebt. Also ich habe das Turnier gewonnen oben und hat wirklich mich das Publikum gepusht und es hat wahnsinnig Auftrieb gegeben. Und ich hatte aber auch schon negative Erlebnisse gehabt, dass es mich schon fast erdrückt hat, weil eigentlich die Erwartungen so riesig waren, jetzt an mich oder das Team, dann, dass es fast hinderlich war. Also ich habe jetzt wirklich schon beides erlebt und ich hoffe jetzt einfach ganz fest, dass es uns hilft. Der erste Einsatz hat Patrick Heuscher am Mittwoch. Simon Kuhn blockt bereits morgens gestartet.